Ihr 50-jähriges Bestehen nahm die Anton Oppacher Schützenkompanie Jochberg zum Anlass, das diesjährige Bataillonsfest auszurichten. 3 Tage lang stand der Ort ganz im Zeichen der Schützen. Krönender Abschluss der Feierlichkeiten war eine Feldmesse mit anschließendem Festumzug durch das Ortszentrum. Mit dabei waren 1500 Schützen und Musikanten aus Österreich, Deutschland und sogar aus Holland. Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Wo so viele Menschen zusammenkommen wie beim Bataillonsschützenfest in Jochberg, da muss natürlich auch die Rettung anwesend sein. Markus, du bist Ambulanzdienstleiter heute. Habt ihr viel zu tun gehabt? Ja, es war natürlich vorprogrammiert durch die Hitze. Wir haben da natürlich schon mehrere Arbeit jetzt gehabt. Wir haben natürlich versucht, auch im Vorhinein schon gleich mal mit Wasserflaschen, auch während der Messe Getränk anzubieten, und ich glaube, das hat sich bewährt. Es war dann schon so, wir haben 2 Patienten ins Krankenhaus transportieren müssen und dann haben wir noch zum Dr. Hutter nach Jochberg gebracht. Aber wie gesagt, das ist eine ganz logische Folge, durch das, dass lang gestanden wird. Und natürlich auch das Gewand dazu. Wir haben die Möglichkeit, im Sommergewand am Weg zu sein, aber die Schützen natürlich mit deiner Tracht und Uniform, das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Du hast gesagt, ihr habt das Wasser verteilt. Wie viele Liter Wasser habt ihr denn ausgeteilt? Oh, jetzt ist das, nein, ja. Wir sind eben mit 8 Personen, die sind eigentlich alle mit 2 Liter Flaschen am Weg gewesen. Und die Unterstützung auch noch von der Feuerwehr Jochberg, mit denen haben wir es eigentlich noch abgedeckt. Wie gesagt, es war für uns bewusst, wenn es schön Wetter wird, dass einfach Probleme entstehen, und wir waren darauf vorbereitet. Und eben durch das, dass wir schon vorweg Wasser ausgeteilt haben, hat man dadurch das mehrere vermieden. Nicht? Es sind nur einige wenige gewesen, die von uns wirklich von der Menge außer transportiert werden haben und in unserer Erste-Hilfe-Station einfach versorgt worden sind. Thank you.
Bürgermeister, Schützenbataillonsfest in Jochberg, da ist natürlich auch Kitzbühel ordentlich vertreten. Ja, natürlich ist Kitzbühel ordentlich vertreten mit der Schützenkompanie Kitzbühel, mit unseren Kaiserjägern Kitzbühel und auch mit unseren Trachtenvereinen. Also wir sind stark vertreten. Noch dazu war die Schützenkompanie Kitzbühel am Freitag die Ehrenkompanie und das erfüllt uns natürlich mit Stolz. Es sind sehr viele Menschen da, sehr viele Schützenkameraden und gerade solche Veranstaltungen sind wichtig für die Traditionsbewusstsein und unsere Heimat auch im Glattes. Da werden wieder Werte signalisiert, speziell für unsere Jugend, wofür wir stehen, wohin es geht. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und es ist nicht nur eine wirklich eine schöne Veranstaltung, wo man viele, viele Schützenkameraden in ihrer Tracht sieht, sondern geht es auch deshalb um gerade diese gelebten Werte, die es vor 100, 200 Jahren gegeben hat, wo eben die Schützen um das Vaterland, um ihr eigenes Grund und um ihr eigenes Leben gekämpft haben und um ihre Familien. Und das sollte so weitergetragen werden, dass zumindest die Formen des Kampfes anders geworden sind, dass es nicht mehr darum geht, um den Einsatz von Waffen, sondern dass es darum geht, um das Zusammengehörigkeitsgefühl, dass es darum geht, dass man gemeinsam wieder die Werte erleben kann. Und darauf sind wir ganz besonders stolz. Und deshalb sind wir da heute zusammengekommen. Und wie man sieht, es ist eine großartige Veranstaltung. Danach stellen wir bereits im Anmarsch wiederum die Schützenkompanie Johann Jakob Steiner aus Weibring mit Oberleutnant Johann Unterreiner und Traudig. Heuer findet das Schützenbataillonsfest in Jochberg statt. Was war denn eigentlich der Grund, dass Sie das hier organisiert haben? Der Grund für dieses Bataillonsschützenfest war eigentlich die 50-jährige Wiedergründung von unserem Verein. Vor 50 Jahren ist die Anton Oppacher Schützenkompanie wiedergegründet worden und dann damaligen Hauptmann Hans Bachler. Anschließend der nächste Hauptmann war der Arthur Larcher. Von 1963 bis 1988, also 25 Jahre, war da mein Vater der Schützenhauptmann und seit 18 Jahren ist jetzt meine Wenigkeit, darf ich die Oppacher Schützenkompanie anführen. Das war eigentlich der Grund. Heute hat es ja einen schönen Festumzug gegeben. Wie viele Kompanien waren da dabei? Ja, es waren insgesamt 44 Abordnungen. Das heißt also mit Musikkapellen und also 5 Musikkapellen und insgesamt waren wir dann bei den 1350 Aktive, die am Festumzug teilgenommen haben. Und im Mai ist es uns gelungen,
Das Wetter hat mitgespielt, es hat eigentlich alles gepasst. Es war eine super Veranstaltung für Jochberg. Anton Oppacher Schützenkompanie feiert das 50-jährige Jubiläum. Was ist für die nächsten 50 Jahre geplant? Einmal gesund sein, in erster Linie, weil ein bisschen Wasser bin ich schon. Aber wir werden an öffentlichen und weltlichen und kirchlichen Feiern teilnehmen. Wir werden versuchen, das Brauchtum aufrechtzuerhalten, das uns eigentlich vorgegeben worden ist, durch unsere Region eigentlich, durch die Freiheitskämpfe, durch Andreas Hofer und auch natürlich durch unseren Freiheitskämpfer Anton Oppacher aus Jochberg, auf dessen Namen wir schon gesagt haben, wir recht stolz sind.